Hey, willkommen zurück und schön, dass du wieder da bist. Heute reden wir darüber, warum der Fokus in deinem Leben auf dich gerichtet sein muss, damit du überhaupt Erfolg mit Frauen haben kannst. Also, schön, dass du wieder da bist. Heute wollen wir uns mal angucken, warum sehr, sehr viele, 95% der Männer, wie ich immer gerne sage, keinen Erfolg bei Frauen haben oder warum du vielleicht auch hier auf dem Channel bist und was die wirklich erfolgreichen Männer anders machen als die, die weniger Erfolg haben. Na, wir lassen da mal ganz offensichtliche Sachen außen vor, wie, hey, er kann einfach viel besser flirten, er kann viel besser kommunizieren oder er sieht aus wie ein Supermodel, er ist super reich. Diese Sachen lassen wir mal außen vor, sondern schauen wir uns heute mal an, warum der Fokus für dich in deinem Leben immer auf dir liegen muss, damit du wirklich erfolgreich mit Frauen umgehst. Kannst. Ich gebe dir ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Als ich angefangen habe mit diesem ganzen Flirt- und Dating-Thema, war es so, dass ja, mein Fokus tatsächlich vollkommen auf diesem Thema lag. Und es ist kein Problem und vor allem auch hilfreich und notwendig, wenn du dich auf dieses Thema fokussierst, aber mein Fokus lag sehr stark auf Frauen. Ja, es ging in meinem Kopf nur um die Frauen. Ich habe mir nur darum Gedanken gemacht, wie kriege ich die Frauen. Aber der Punkt war, ansonsten lief es in meinem Leben nicht so ganz optimal. Das war am Anfang der ganzen Zeit. Und das war einfach ein Problem, weil wenn du so fokussiert bist, wenn du wirklich in deinem Leben nichts am Laufen hast und den Fokus nur auf die Frauen gelegt hast, dann hast du einen Überfokus auf die Frauen. Du fokussierst dich zu sehr auf die Frauen und du hast keinen Ausgleich. Es gibt nichts, was das auf natürliche Weise ausgleichen kann. Und das Problem ist, dass die Frau das vielleicht in den ersten ein, zwei Wochen des Kennenlernens nicht unbedingt merkt, aber je mehr Zeit sie mit dir verbringt, desto offensichtlicher wird das und desto mehr merkt sie, hey, dieser Mann ist komplett abhängig von mir oder abhängig von Frauen im Allgemeinen und das ist eine sehr, sehr unattraktive Sache und deswegen, ja, crashen diese Männer auch ganz oft ihre Beziehung oder ganz oft ihre Verbindungen zu Frauen crashen den einfach sehr oft, weil sie da kein richtiges Gleichgewicht schaffen, weil sie es nicht hinbekommen, da ein richtiges Gleichgewicht zu schaffen. Und Gleichgewicht heißt in diesem Fall erstmal Vollfokus auf dich, Vollfokus auf deine Mission, auf dein Leben. Und mir ist natürlich klar, dass man nicht sofort sagen kann, hey, das ist meine Mission in meinem Leben, das ist meine große Vision. Und ich glaube auch nicht, dass jeder Mann eine große Vision haben muss. Aber du solltest schon wissen, wo es hingeht für dich, was wichtig ist, und worauf du hinarbeitest. Du solltest schon so eine grobe Vorstellung davon haben, wo es für dich im Leben hingeht. Und wenn die Vorstellung nur ist, dass du herausfinden möchtest, was deine Vorstellung vom Leben ist, das ist ja auch ein Prozess, ist ja auch ein Ziel und damit ist das auch sehr, sehr gut. Ich war also an dem Punkt, dass ja, es nicht so lief, weil mein Fokus sehr stark auf den Frauen war und dann war es aber so, dass ich irgendwann angefangen habe, das hier zu tun, also diese Videos zu drehen. Damals war der Channel ja noch Get Your Ass Up, wo wir auch so teilweise so lustige Videos gedreht haben. Das allererste Video kannst du sogar noch auf dem Channel finden, wenn du mal ganz runterscrollst in den Videos. Wenn du ein bisschen Recherchearbeit betreibst, kannst du dir das mal angucken. Und da war es so, dass ich auch viele Frauen getroffen habe zu der Zeit und auch dort meine Beziehung kennengelernt habe, mit der ich dann 3,5 Jahre zusammen war. Da war es aber so, dass mein Fokus eben nur so nebenbei auf den Frauen lag. Mein Hauptfokus lag darauf, den Channel groß zu machen, besser zu werden in dem Thema, besser zu werden, um mir halt eine Coaching-Karriere aufzubauen, die ich jetzt an diesem Punkt ja auch etabliert habe. Das war also mein Ziel. Und das war ganz witzig, denn als ich damals meine Freundin kennengelernt habe, war sie in den ersten, ja, beim ersten Treffen, wir waren schon begeistert voneinander, aber da war noch so ein bisschen so eine Unsicherheit auf ihrer Seite. Und dann war es ganz witzig, dann war ich einmal bei ihr zu Hause und dann habe ich ihr erzählt davon, dass ich Coach werden will und was mein Ziel ist und wo es für mich hingehen soll. Und man hat mir auch angemerkt, dass mich das total begeistert, dass es einfach mein Ziel ist, dass ich das machen will. Das konnte man mir ohne Probleme ansehen. Wenn du meine Videos kennst, dann weißt du sicher, dass ich auch ein sehr enthusiastischer Erzähler sein kann und das ist eben auch in dem Moment rübergekommen. Und das Witzige war, dass ab diesem Zeitpunkt die Anziehung mir gegenüber, die natürlich schon die ganze Zeit da war, don't get me wrong, aber die Anziehung mir gegenüber war dann nochmal extrem stärker da und diese Unsicherheiten, die auf ihrer Seite da waren, im Sinne von, okay, sollte ich ihn weiter treffen, sollte ich ihn nicht weiter treffen, sind dort an der Stelle verschwunden. Und das ist eben das, was ich dir hier kommunizieren möchte. Wenn du gerade merkst, okay, es läuft bei den Frauen nicht so, dann überprüf mal dein Leben, überprüf mal dein Leben auf, okay, wo geht's denn gerade für mich hin? Oder was ist denn gerade mein Fokus? Oder habe ich überhaupt gerade einen Fokus? Denn wenn du jetzt, sage ich mal, nur zu Hause rumsitzt und den ganzen Tag Videospiele spielst, beispielsweise, und dann denkst du dir so, boah, jetzt wäre es voll geil, richtig krass Frauen aufzureißen,
Das kann schon funktionieren. Nur, was ich dir hier sage ist, und dazu brauchst du halt diese ganzen anderen Sachen, die wir eben erwähnt haben. Ne? Wenn du jetzt der ultra krasse Modeltyp bist, ja, okay, dann kann das funktionieren. Aber auf langfristige Sicht kann das dann auch nicht funktionieren. Bei kurzfristigen Sachen kann es funktionieren. Ne? Das Problem ist einfach, du willst dann sozusagen Frauen an deiner Seite haben, weil du irgendwie sonst nichts im Leben zu tun hast. Und das ist so eine Einstellung, das ist so eine Herangehensweise, die wird vielleicht kurzfristig funktionieren, wenn die Frau sich sagt, hey, ist schon ein geiler Typ, lass mal irgendwie eine Runde mit ihm ins Bett gehen. Aber das wird halt auf lange Sicht für dich und für sie überhaupt nicht funktionieren. Und du wirst auf lange Sicht nicht zufrieden nehmen werden mit deinem Frauenleben. Deswegen ist es so wichtig, und das habe ich auch dann irgendwann angefangen zu machen und auch regelmäßig gemacht, dass du dir zum Beispiel aufschreibst, dass du reflektierst, dass du überlegst, wo möchte ich hin, wie würde denn meine optimale Zukunft aussehen? Ne? Und meinetwegen schreibst du dir das jeden Monat einmal auf und guckst, was sich verändert, guckst, was für dich passt, gehst in diese eine Richtung, probierst das aus, gehst in diese andere Richtung, probierst das aus. Es ist kein Problem und nichts Schlimmes daran, wenn man Dinge ausprobiert. Ja, du musst nicht sofort, die erste Sache muss nicht sofort 100% passen. Das ist überhaupt nicht notwendig. Heutzutage haben wir den auf der einen Seite Luxus, aber auf der anderen Seite auch das Problem, dass wir eine riesen Auswahl haben. Ne? Wir haben dadurch eine riesen Auswahl, wir haben viele Möglichkeiten, das ist toll, aber viele Möglichkeiten machen es uns auch schwerer, eine richtige Möglichkeit zu finden. Deswegen probiere ruhig erstmal rum, probiere ruhig erstmal aus. Solange du ausprobierst mit dem Ziel, ich will mein Ding finden, ist es überhaupt kein Problem. Aber bitte sitz nicht zu Hause faul auf der Couch rum den ganzen Tag, zock den ganzen Tag Videospiele, schaue den ganzen Tag Netflix oder irgend so ein Kram, sondern kümmere dich darum, dass du weißt, wo es in deinem Leben hingehen soll und dann geh diesen Weg. Auch wenn am Anfang du nicht genau weißt, wie soll denn dieser Weg aussehen, wie genau soll jeder Schritt darauf aussehen, denn das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich wusste nur, ich will in diese Coach-Position kommen. Ich wusste auch nicht, wie jeder Schritt aussehen wird. Keine Ahnung. Ich habe einfach angefangen, habe die Schritte gemacht und dann hat sich das schon so ergeben. Das ist ganz wichtig. Vertraue da einfach dem Prozess. Vertraue darauf, dass der Prozess dich dahin leiten wird. Na, jede Erfahrung, die du machst, ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Na, dann habe ich angefangen, Videos zu machen. Dann hat sich das mit den Flirt-Profis ergeben. Dann war ich bei Darius kurz, dem Frauendating-Anbieter im deutschen Markt, dem größten. Und dann habe ich mich eben selbstständig gemacht, weil all diese Sachen, also natürlich hätte ich mir an Punkt 1, an Schritt 1 niemals vorstellen können, mich selbstständig zu machen, denn mir hat die Erfahrung, mir hat das Wissen gefehlt. Aber nach diesen ganzen Erfahrungen dazwischen, dann war es auch kein großes Problem mehr, sich selbstständig zu machen, denn ich hatte schon mit ganz vielen Selbstständigen zu tun gehabt. Und deswegen, du weißt vielleicht immer nicht, wie es am nächsten Punkt aussehen wird. Du weißt es halt nicht. Geh halt die Schritte. Geh einfach die Schritte. Vertraue darauf, dass der Weg sich zeigen wird. Aber leg den Fokus weg von, oh mein Gott, Frauen und ja, und ich brauche eine Frau, um im Leben unglücklich zu sein, bla bla bla. Sondern leg den Fokus auf dich und dann wird das mit den Frauen sehr, sehr automatisch sehr gut funktionieren. Was jetzt nicht heißt, verstehe mich nicht falsch, dass du nichts mehr tun sollst im Sinne von, oh mein Gott, ich kümmere mich jetzt um mein Leben, jetzt brauche ich auch keine Frauen mehr anzusprechen. Nein, natürlich nicht. Du musst natürlich trotzdem in Handlung treten. Das ist kein Freibrief zum Faulsein oder sag ich mal zum Faulsein im Dating-Thema, sondern ich sage dir einfach nur, dein Hauptfokus sollte auf deiner Entwicklung liegen. Das ist vielleicht ein guter Satz. Der Hauptfokus sollte auf deiner Entwicklung, der Entwicklung deines Lebens liegen. Ne, und das ist auch das, was die Frau haben will. Das ist das, was die Frau braucht, zumindest auf lange Sicht gesehen, ne, auf längere Affären oder Beziehungen sich gesehen. Die Frau braucht einfach einen Mann, wo sie das Gefühl hat, hey, der geht in eine Richtung, der weiß, wo er hin will, der ist auf einem Weg unterwegs und ich kann ihn auf diesem Weg begleiten. Ne? Was auch immer das bedeutet. Wie gesagt, es muss hier nicht in feste Beziehungen gehen. Ich sage das immer wieder. Es kann auch sein, dass du mehrere Affären mit mehreren Frauen gleichzeitig hast. Aber auch diese Frauen wollen das Gefühl haben, wenn sie dich regelmäßig sehen, hey, du bist jemand, der weiß, wo er hin will, der weiß, wo es lang geht. Denn das gibt ihr das Gefühl von Sicherheit, dass sie auch zurückkommen lässt zu dir. Ja? Und natürlich kombiniert mit all diesen anderen Sachen, den ganzen sexuellen Anziehungssachen, über die wir in vergangenen Videos gesprochen haben. Ich hoffe, das ist soweit klar. Wenn du dazu noch Fragen hast, schreibst du mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns ansonsten übermorgen wieder. Schön, dass du hier warst. Oben links abonnierst du den Channel, wenn du noch nicht gemacht hast, auch die Glocke aktivieren. Hier unten kannst du dich für ein Coaching bewerben. Die ersten Coachingplätze sind voll für dieses Jahr, aber die nächsten für den Sommer werden bald geöffnet. Und hier geht es zu einem weiteren Video mit noch mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, ciao.